Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr wollt wissen, wie man eine Forelle ganz simpel, schnell und einfach filetiert. Schauen wir jetzt den Kevin mal über die Schultern. Seid gegrüßt, meine Lieben. Also ganz wichtig erstmal, was brauchen wir alles? Wir brauchen ein vernünftiges Messer, ein scharfes, kleines Messer, um die Forelle aufzuschneiden. Dann brauchen wir ein schönes Filetiermesser, um vernünftige Filets rauszuschneiden. Und ganz zum Abschluss schneide ich mit diesem Messer, was sehr flexibel sein muss, noch die Rippen raus. Was ist auch noch wichtig zu haben, ein vernünftiger Messerschärfer. Ich kann die nur wirklich empfehlen. Wirklich ganz, ganz super. Keine Produktplatzierung. Genau. So, Schritt Nummer 1, das kleine Messer. Wir setzen unten an. Und schneiden schön gerade nach vorne weg, bis wir ganz vorne angekommen sind. Klappen die Bauchlappen auf, können hier hinten reingreifen, das schon mal abtrennen. Dann ist es wichtig, dass wir vorne reingreifen. Passt auf die Gallenblase auf, die kann dabei kaputt gehen. Wir greifen rein und schneiden es ganz vorne am Schlund einfach ab. Hier haben wir die Innereien, die kommen jetzt weg. Jetzt ist der Fisch ausgenommen. So Leute, Schritt Nummer 2. Wir brauchen ein schönes großes Filetiermesser. Wir drehen den Fisch einmal, fangen an, hinter dem Kiemenbogen reinzuschneiden, bis wir auf der Mitte Geräte sind. Dann können wir das Messer einmal drehen und schön nach oben rausschneiden. Jetzt fassen wir hier hinter, haben wir einen schönen Halt, gehen runter bis auf die Mitte Geräte und fangen an, einfach mit leicht schrägen Messer nach unten auf der Mittelgräte nach hinten wegzuschneiden. Aber hört ihr auch richtig dieses Klatschen quasi. Genau, das Klackern, wenn man über die Mittelgräte geht. So. Raus kommt ein schönes Filet. Schritt Nummer 2. Wir drehen den Fisch, schneiden wieder hier hinter ein. Wieder bis auf die Mittelgräte. Können das jetzt nach unten einfach durchziehen. Greifen wieder hier hinten hinter. Sind jetzt wieder auf der Mittelgräte, leicht schräges Messer nach unten. Wir hören das Klackern wieder. Wir sind direkt auf der Mittelgräte und ziehen einfach einmal nach hinten durch. Zack. Perfekt. Das kann in den Müll. Und schon habt ihr zwei erstmal roh geschnittene fette Filets. Gut Leute, Schritt Nummer 3, schönes flexibles Messer. Wir fangen an, schneiden hinten, hinter den Rippen leicht rein. Direkt unter der Haut fangen wir an, die Rippen rauszutrennen, schön von vorne nach hinten durchgehen. Dabei ist es wichtig, dass man das Messer leicht unter der Haut sehen kann, sonst ist man eindeutig zu tief im Fleisch. Das ziehen wir bis ganz unten runter, da sieht man schön, wie schön sich das da trennt. Infolgedessen können wir jetzt ganz einfach das Ganze einmal raustrennen. So, jetzt brauchen wir ein etwas stärkeres Messer, um das hier vernünftig abzuschneiden. Zack, ab ist das Ganze. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch vernünftig hier die Flossenränder rausschneiden, damit wirklich nur noch das reine Filet überbleibt. Wenn oben noch ein bisschen Fett sein sollte, wie es jetzt hier an dem Fisch der Fall ist, nehmt euch auch einfach ein scharfes Messer und schneidet diese Fettreste auch einfach ganz dünn ab. Dann habt ihr wirklich nur noch das reine Filet am Fisch. So, einmal abgetrennt. Jetzt haben wir ein wunderschönes Filet. Mega! So, der Filetmeister hier in Action ist gut fleißig, aber das kann er. Always on the road.